Ciao zusammen, ich bin Dirk, euer Grieschheit und willkommen zurück zur Champions Hockey League. Der Start in Champions Hockey League ist sowas von krass geil gewesen. Solltest du die Folge noch nicht sehen, sucht ihr sie unbedingt rein. Ich verlinke sie dir jetzt hier oben auf dem i. Und wirklich, schau dir die erste Folge an, komm dann zurück zu dieser zweiten Folge, sucht ihr die rein von Anfang bis Ende, denn auch die wird mit Sicherheit wieder so richtig geil. Und damit du auch die zukünftigen geilen Folgen nicht wirst verpassen, abonnier noch meinen Channel und aktivier das Glöckli, damit du sofort benachrichtigt wirst und somit einer von der ersten wirst sein, der dann die neue Folge sich reinzuziehen. Und damit du siehst, wie geil das ist und sich ein Abo wirklich lohnt, labere ich nicht mehr länger, sondern wir starten direkt mit der Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Wir sind am Boli für den ersten Match und unser Gegner heisst, wie beim letzten Mal am Anfang, Roe Dragons oder wie auch immer nicht ausgesprochen werden. Im ersten Match haben wir sie können mit 3-0 wegtätschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heute um einiges schwerer wird. Merzlikins, Dankeschön. Was natürlich nicht heisst, dass wir wegen dem gleich angreifen und den Match probieren zu gewinnen oder auch gewinnen werden. Oder? Nicht, wenn wir nur so scheiß Chancen hier haben. Yes, perfekt. Und jetzt führe ich auch. Solange wir nicht angegriffen werden, fahren wir und dann schiessen wir in der Fanghändchen vom Goalie, Mann. Wichtiges Bulli, wo wir gewinnen. Direkt abzüge oder andere liegt rein, der Wichser, ey. So, passen, jawohl. Jetzt eine Chance im Goal. Nein, Mann. Oh, rechts ist er frei, perfekt. Und jetzt rein ins gegnerische Drittel. Wir werden nicht angegriffen. Wir schiessen nach links auf der Goalie. Nicht links vorbei, Mann. Es wird Zeit für ein Goal. Und das Goal fällt jetzt. Nein! Mit einem starken ersten Drittel müssen wir uns noch ein bisschen mehr steigern, damit wir auch endlich mal ein Goal schiessen können. Powerplay für den Gegner. Aber ihr kennt es. Interessiert uns nicht. Wir greifen gleich an. Nein. Scheiße. Fuck. Oh, Unterzahlspiel ist überstanden, jetzt wieder 5 gegen 5 und das sollten wir jetzt mal endlich nutzen für ein Goal. Oh, Fehler! Nein, wir können den Fehler nicht ausnutzen. Eine Nullnummer bisher, das müssen wir ändern. Fausta! Oder jetzt noch nein, wieder abgefangen. Oh nein. Oh nein! Scheiße, Mann! Das zweite Powerplay hätte der Gegner können ausnutzen und geht somit mit 1-0 in Führung. Fuck noch einmal! Wir geben nicht auf und probieren den Gegner am nächsten Goal zu hindern. Das klappt hier auch. Und jetzt eine Führung. Was für ein scheiß Pass von mir! Oh, schön mit Slickins. Wir haben schon mal ein 0-1 können aufholen und am Match kehren. Das schaffen wir sicher auch jetzt wieder. Und das schaffen müssen wir aber wieder uns steigern. So eine Leistung wie im ersten Drittel. Das wäre wichtig! Und da ist der richtig wichtige Start ins letzte Drittel. Leistungssteigerung ist da gewesen. 1-1 Ausgleich. Yes! Brauchen wir nur noch ein weiteres Goal. Und dann muss der Gegner wieder hinten öffnen. Und wir können noch mehr Goal schiessen. Ich habe aber natürlich nicht vergessen zum Verteidigen. Das ist ebenfalls verdammt wichtig. Schön, Metzlikins. Scheiße, irgendwas passt mir. Der passt nicht. Aber der Abschluss, der hat mir passt. Wenn wir weiterhin so schlecht schiessen, dann dürfen wir noch sehr viel mehr schiessen. Nur müssen wir besser schiessen. Wir schiessen auch nicht viel besser. Nein. Nicht da, Junge. Giss es einfach. Jetzt zeigen wir euch mal, wie man richtig angreift. Wie man das macht. Nicht so. Aber jetzt müssen wir sie daran hindern, zum Führung kommen. Oh mein Gott, der Big Save. Was für ein fucking Save von Merzlikins. Riesenparade, du Dummy-Sieg. Nein. Fuck. Schön dazwischen. Jetzt drehen die Siechen hier auf. Ich komme wieder nicht an die Dreckscheiben an. Hey. So, jetzt. Komm und Führung. Führung mit euch, Jungs. Wir müssen eine Kiste machen. Wir müssen eine Kiste machen. Aber nicht mit so einem schlechten Schuss. Es geht in die Verlängerung. 3 gegen 3 auf dem Eisfeld. 5 Minuten lang gibt es noch eine Penalty-Schüsse. Ja, wahrscheinlich, aber das will ich verhindern. Das will ich natürlich nicht. Scheiße, hey, wieso? Wieso spielen wir so gut auf einmal? Wieso spielen die so gut? Wieso komme ich nicht daher? Oh nein, oh nein. Oh, schön dazwischen. Also, der ist einer frei. Gar nicht gut. Schön. Sehr gut, Merzlikins. Es wird Zeit, dass wir jetzt endlich einen Angriff haben und einen erfolgreichen Angriff. Nein, was soll das? Es geht tatsächlich ins Penalty-Schiessen. Merzlikins, zeige eine gute Parade. Jawohl. Sag ich nur eins, sie haben schon extrem lang selber keine Penalties mehr geschossen. Fuck. Jetzt bin ich sowas auf
angewiesen, dass der Gegner nicht trifft und er trifft den Posten. Und dass wir irgendwie ein glückliches Goal machen, das wäre wichtig. Und da haben wir das erste Goal. Jawohl, wir führen 1-0 nach Penaltyschüssen. Beziehungsweise nicht nach, sondern im Penaltyschüssen. Und wir zlicken mit der nächsten Parade. Und wir jetzt noch wieder mit dem nächsten Goal. Ich probiere es wieder genau gleich. Zack und rechts. Rein. Also wir haben schon hohe Glück. Wir zlicken in normal schon mit riesen Parade und da mit so einem richtig glücklichen Goal. Komm, jetzt zeig nochmal eine geile Parade. Zeig nochmal eine geile Parade. Jawohl, er zeigt sie nochmal. Und das ist der Sieg. Wir gewinnen den Match nach Penalty-Schüsse. Was sind das für geile Matches in der Champions Hockey League? Ich freue mich auf den nächsten Match und der startet jetzt. Und in diesem Match heisst unser Gegner wieder Malmö. Und jeder, der die erste Folge gesehen hat, gesehen hat und weiss, was für ein harter Gegner das ist. Sonst will man jetzt schon wieder Unterzahl können spielen, aber wir greifen an. Oh. Oh nein. Oh, schön. Wow. Was für ein Bombe zum 1-0. Und das in Unterzahl. Yes, so geil. Sehr schön. Pass kommt noch in letzter Sekunde doch an. Und jetzt machen wir nochmal eine Kiste. Nein, auf den Goalie. Yes! Yes! Endlich wieder mal ein richtiges Bully-Goal. Und da haben wir unser 2-0. Richtig geil. Schade, schade. Komm, komm. Schade. Wir merken, ich bin mich immer jetzt extrem am Konzentrieren, weil ich will den Match einfach gewinnen. 2-0 nach einem Drittel wäre perfekt. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass der Gegner hier nicht noch einen Anschlusstreffer machen kann. Das ist ein brutal erster starker Drittel. Müssen wir einfach diese Form behalten. Weil dann putzen wir den Gegner sowas vom Eis. Sowas vom Eis. Oh, fuck. So, wir können Powerplay spielen. Ah, oh, aber der Gegner hat da Chancen. Nein, nicht da. Du gibst keinen Querpass. Fuck. Nein. Oh, schön, wir Slickins. Malmö irgendwie stärker in dem zweiten Drittel als noch im ersten. Aber da ein riesiger Fehlpass. Aber nehmen sie sich Scheibe gleich wieder weg. Oh, schöner Fehlpass wieder. Und jetzt gehen wir führen. Komm schon. Komm schon, schiessen! Aber das sind schlechte Schüsse, Jürg. Mittels Drittel hat nicht so viele gefährliche Szenen für beide Mannschaften. Nicht, aber extrem viel Fehlpässe, hauptsächlich von Malmö. Nutzen wir das aus? Natürlich nicht. Zweites Drittel, nicht viel Szenen. Hoffentlich haben wir jetzt auch im letzten Drittel mehr Szenen. Angriff kommt von uns, aber wir verzeuchen da. Ein Vorteil hat es gehabt, dass das zweite Drittel nicht so spektakulär war. Nämlich der Gegner hat nicht viel Chancen gehabt, somit kein Goal können schiessen. Habe ich so schiessen gesagt? Egal, schiessen. Hoffentlich können sie auch jetzt in dem letzten Drittel kein Goal schiessen. Besser verhindern wir das einigermaßen gut. Jetzt Angriff von uns, oder? Ja? Nein, auch nicht. Aber sie drücken schon recht. Mats Lickings hebt auch recht gut. Nein, Fehler, Scheiße. Oh. Oh, fuck. Oh, danke, Mats Lickings. Oh, mein Gott. Hey, wir haben so Glück, dass sie in letzter Sekunde immer einen Stopf füßen zwischen dem Gegner nicht richtig trifft oder was auch immer. Aber jetzt haben wir kein Glück bei uns selber mit dem eigenen Abschluss. Yes, sehr schön. Und jetzt rein mit dieser Scheibe. Rein, passen. Nein, mit Glück auch nicht. Oder? Nein, schade. Ja, doch wenn der Spielstand so bleibt, dann wird irgendwann der Gegner den Goalie rausnehmen. Und dann können wir eine Kiste ins leere Goal machen. Müssen wir aber nicht. Wir machen jetzt als 3-0. Jetzt endlich wieder eine Kiste in dem Match. Zum Glück für uns. Holen wir einen Shutout. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Aber auch weitere Goalschüsse hätte ich absolut nichts dagegen. Die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Das heisst, wir holen den Shoutout für den Mats Lickings. 3-0-Sieg für Lugano gegen Malmö. Habe ich wirklich nicht erwartet, dass wir den Match so klar dominieren. Wenn man berücksichtigt, wie es beim ersten Aufeinandertreffen war, dann haben wir nur mit riesigem Glück für uns den Match nämlich können entscheiden. Somit stehen wir jetzt nach 4 Matches mit 4 Siegen hier. Einer zwar erst nach dem Penalty, aber 4 Siege sind 4.
4 Siege. Das macht mir richtig Spass, wenn wir Matches, so geile Matches haben und sie dann auch noch für uns können entscheiden. Wenn dir das Ganze gefallen hat und du keine weiteren Videos möchtest verpassen, abonniere noch meinen Channel und aktiviere das Glöckchen, damit du sofort benachrichtigt wirst und somit einer von den ersten wirst sein, der dann das neue Video anschauen kann. Jetzt auf jeden Fall sind wir am Ende vom heutigen Video angekommen. Ich hoffe wirklich, dass ich dich können unterhalten und es dir gefallen hat. Jetzt bin ich jedoch draußen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!